Wir reden ja über ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, deswegen jetzt auch meine Frage nach dem Zeitbudget. Es geht um die Globalisierung, genau um die Frage, wie viel Globalisierung verträgt der Mensch. Ich darf Ihnen meine Mitdiskutanten vorstellen. Doktorin Manuela Navo, sie ist Künstlerin, lehrt an der Kunsthochschule Linz und leitet die Abteilung Ars Electronica Export. Sie hat Medienkunstausstellungen auf der ganzen Welt kuratiert. Herzlich willkommen. Dann Professor Walter Oetsch, er ist Kulturhistoriker und Ökonom. Er hat an der Johannes Kepler Uni in Linz das Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft geleitet und lehrt jetzt an der Cusanus Hochschule im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen. Und Dr. Thomas Spielbüchler, er lehrt an der Johannes Kepler Universität Geschichte und betreut dort auch das Masterstudium Politische Bildung. Vor seiner Universitätskarriere war er freier Journalist mit Schwerpunkt Krisen in Afrika. Auch an Sie herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Also kurz zum Ablauf, wir werden uns hier auf der Bühne in etwa 45 Minuten, eine Stunde unterhalten und danach gibt es die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Herr Oetsch, ich würde gern zunächst mal mit Ihnen den Begriff der Globalisierung klären. Der kursiert seit etwa, sagen wir mal, 20, 30 Jahren. Aber an sich ist ja Welthandel nichts Neues. Das gab es schon mit David Ricardo, mit Theorie der komparativen Kostenvorteile. Warum ist gerade jetzt in den letzten Jahrzehnten Globalisierung so ein Begriff geworden? Bitte sehr. In meinem Vortrag um 13:30 bin ich ganz kurz auf diese Fragen eingegangen. Das heißt, dass Globalisierung auf der einen Seite ein kaum definierter Begriff ist, dass wir eigentlich über Globalisierungsprozesse reden sollen, ob das kulturell ist, ökonomisch, politisch oder zum Beispiel ökologisch oder demografisch. Also es sind immer ganz andere Prozesse. Dass es eine lange Geschichte hat. Es wird auch morgen einen Vortrag geben von Professor Langthaler. Und dass das moderne Reden über Globalisierung in den 90er Jahren einsetzt. Und für mich ist natürlich, also meine Spezialität oder worüber ich reden kann, sind in politische und ökonomische Prozesse. Und das hat natürlich mit der ganz, ganz spezifischen Situation dann in den 90er Jahren zu tun. Der sogenannte reale Sozialismus implodiert. Die Weltordnung ändert sich ganz, ganz dramatisch. Manche Leute, eben die politisch-ökonomisch ganz forciert für den Kapitalismus argumentiert haben, sagen, jetzt hat der Kapitalismus gesiegt, der Sozialismus ist tot. Und genau in dieser Konstellation, ja, das sind sozusagen auch lange historische Prozesse, aber genau in dieser Konstellation entsteht dann das Reden von der Globalisierung in der Einzahl. Und eigentlich ist es nicht definiert. Und eine ganz spezifische Komponente, an der ich jetzt sozusagen im Vortrag aufmerksam gemacht habe, ist eben eine Marktinterpretation, das Reden von der Markt, der die Globalisierung macht, ein sehr ideologisches Reden, das bestimmte Politikformen bewirkt, das sich in hohem Maße durchgesetzt hat. Zum Beispiel das Beispiel von Merkel, der marktkonformen Demokratie. Und nachher könnte man sagen, der Rechtspopulismus, der auftritt als Globalisierungskritik, ist sozusagen gleichzeitig die Reaktion und die Folge auf bestimmte Prozesse, die zum Beispiel viel, viel größere Unsicherheit, enorme Umgestaltung auf dem Arbeitsmarkt, das, zum Beispiel der psychische Druck steigt in diesem Ding, das gibt sozusagen bestimmte Sehnsüchte werden immer mehr bedient und der Rechtspopulismus schwimmt auf dieser Welle, gibt sich globalisierungskritisch und deutet sozusagen ein riesiges Set von Fragestellungen, die aus diesem Prozess um immer als nationale Fragen um. Ein Phänomen, das ich glaube ich schon zu beobachten vermag, das gilt nicht nur für die Globalisierung an sich, sondern dass das immer steigende Tempo und das gilt halt schon auch für das Tempo, in dem Informationen, Nachrichten auch um die Welt gehen. Wie sehen Sie das, Frau Navo?
Also Sie haben es schon angesprochen, ich vertrete jetzt da eher die Künstlerinnen und Künstler. Die gerade bei der Ars Electronica, vielleicht muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen, wir machen Ausstellungen, wie gesagt, ja nicht nur bei uns im Ars Electronica Center, sondern eben auch auf ganz unterschiedlichen Kontinenten, weil wir sind genauso in Lateinamerika, wie wir in Taiwan waren. Wir waren letztes Jahr in Athen und waren aber auch in Moskau. Wir gehen, vielleicht denken wir da jetzt anschließend, wir gehen eigentlich in unseren Fragestellungen, also wenn wir diese Ausstellungen kuratieren, gehen wir eigentlich von sehr lokalen Fragestellungen aus, kommen aber immer wieder drauf, dass nicht natürlich sowieso auf anderen Kontinenten und auch bei Personen anderen kulturellen Hintergrund. Wir sind jetzt, muss ich auch dazu sagen, nicht nur im Kunstkontext immer präsent, sondern machen auch Ausstellungen in Science-Centern, wo wir sehr stark eben mit, hauptsächlich auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen konfrontiert sind und stoßen dort aber genau auf die gleichen Fragestellungen, vielleicht ein bisschen anders gefärbt, vielleicht mit ein bisschen anderen Hintergrund und insofern glaube ich, schon sehr wichtig, irgendwie, wo diese Fragestellungen entstehen. Also was ist der Hintergrund, aus welchem lokalen Kontext eben sind sie geformt, aber dann auch zu vergleichen, irgendwie, wenn man dann draufkommt, dass es ähnliche Fragestellungen auf anderen Plätzen irgendwie gibt, dass man dann auch irgendwie Rücksicht nehmen muss, natürlich mit welchem Hintergrund dort irgendwie diese Frage gestellt wird. Und eigentlich ist für uns immer das Wichtigste, auch diese Fragen zu finden. Und zu vergleichen, inwieweit sind, oder zu sehen, sind die Fragen überhaupt vergleichbar. Ist jetzt sehr abstrakt, ja, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade fragen, wo waren beispielsweise die letzte Erfahrung, die Sie gemacht haben mit einer Ausstellung, wo man das vielleicht konkretisieren könnte? Das vorletzte. Die letzte, also die jetzt muss ich gleich Werbung machen, darf ich das? Bitte gerne. Ars Electronica macht gerade eine große Ausstellung in Berlin bei Volkswagen, direkt im Zentrum unter den Linden zum Thema Begegnungen. Wir haben aber gerade in Athen am Anfang des Jahres 2017 eine Ausstellung zum Thema Hybrids, also Hybrid und hybride Situationen, hybride Wesen und so weiter eine Ausstellung gemacht und unter anderem aber auch in Moskau letztes Jahr zum Thema Earth Lab, also unsere Erde als Laboratorium. Und gerade mit Moskau, also jetzt weniger mit Berlin oder mit Moskau, Berlin oder Athen, aber gerade mit Moskau war es irgendwie sehr interessant, natürlich über Fragestellungen zu unserem Planeten zu sprechen, aus einer zentraleuropäischen Sicht oder eben aus einer Sicht doch auch sehr aufgeschlossenen russischen Kolleginnen und Kuratorinnen. Herr Spielbüchler, was Tatsache ist, wir kriegen natürlich jetzt Ereignisse, die sich auf der Welt ereignen, in Echtzeit fast mit. Also die Information geht so schnell um den Globus wie eigentlich noch nie. Vor 100 Jahren, wenn wir beim 18. Jahrhundert bleiben, also vor 200-300 Jahren, da hat es ein Postschiff gebraucht, da hat es Monate gedauert. Jetzt kriegen wir auf einmal alle Ereignisse mit. Kann da die Gefahr bestehen, und wenn wir jetzt vor Pädagogen reden, speziell auf Schüler gefragt, dass die Leute überfrachtet sind, dass sie irgendwie fast in Schockstarre verfallen und sagen, so viel, so arg, ich kann da jetzt eh nichts mehr machen. Und wie geht man damit auch pädagogisch um, wie könnte man sie da rausholen? Geht das? Ja. Ganz grundsätzlich zur Frage zu viel Information jetzt im Zeitalter der globalen Information. Ja, das ist ein Thema, über das kann man sehr lang und intensiv diskutieren. Aus meiner Sicht zu viel Information, nein, ganz sicher nicht. Information ist wertvoll, Information ist wichtig. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich die Information für mich selbst verarbeiten? Das sind dann schon ganz andere Fragen und wesentlich entscheidendere Fragen auch hinsichtlich der Jugend, der Generation, die da kommt, weil die sind nämlich die jetzt, die betroffen sind von dieser Informationsflut. Und wie man in der Schule damit umgeht, da muss ich passen. Ich bin kein Pädagoge, ich bin Historiker,
Allerdings sind wir jetzt mit dabei bei der neuen Lehrerinnenausbildung, die politische Bildung, wo es also dann ganz genau um diese Themen auch geht. Die ist ja mehr oder weniger oder bleibt den Historikerinnen und Historikern vorbehalten. Die Idee wäre eigentlich eine andere, ein Unterrichtsprinzip, aber de facto sind das dann die Historikerinnen und Historiker, die das machen sollten. Und da geht es uns natürlich doch auch um die Informationsverarbeitung, um die Bewertung von Informationen, und Historikerinnen und Historiker sind ganz generell da mal ganz gut dafür geeignet, das wage ich zu sagen. Das ist auch bei Quellenforschung wichtig. Ne? Weil wir ständig mit Informationen operieren und diese Informationen einschätzen müssen. Und ja, von daher obliegt es aber auch in Zukunft den Lehrerinnen und Lehrern, den Pädagoginnen und Pädagogen aus meiner Sicht, und ich sage das jetzt nicht nur daherin, weil wahrscheinlich sehr viele sind, sondern ich habe das auch an anderen oder bei anderen Gelegenheiten schon so erwähnt, wahrscheinlich einer der wichtigsten Berufe unserer Gesellschaft, und genau dieser Aspekt, die jugendlichen Schülerinnen und Schüler hinsichtlich Informationskompetenz fit zu machen, das ist ein Aufgabenbereich, der vielleicht doch noch etwas zu kurz kommt. Und wir haben das jetzt auch im Workshop einmal thematisiert, dass in sehr vielen Fällen die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich den Schülern da hinten nachhinken. Auch was das Wissen betrifft, um die neuen Möglichkeiten, um den Einsatz, worum geht's bei Facebook, ist bei den Jugendlichen mittlerweile schon wieder out, aber trotzdem, was passiert hier alles? Und dann die Besonderheiten wie zum Beispiel Darknet, ist ebenfalls angesprochen worden, wo die meisten von uns darin, würde ich jetzt einmal sagen, eigentlich recht wenig Ahnung dazu haben, was das ist, was hier alles schiefgehen kann oder gemacht werden kann. Jetzt haben Sie auch nicht mit Schülern, sondern mit Studenten zu tun. Dennoch die Frage, wie schafft man es oder schafft man es oder ist das Bewusstsein da bei Leuten, die schon auf die Hochschule dann gehen, dass die Quellenbewertung gerade in Zeiten von digitaler Information enorm wichtig ist? Ja, ich denke, das Problem von Informationsfülle hat es ja immer gegeben. Das heißt, wenn jemand irgendwie gebildet war, der hat sie eigentlich, oder hat, das sind nicht sehr arme Leute, geht es nicht, der hat sie immer in eine Bibliothek reinsetzen können und hat eine ungeheure Fülle von Informationen. In jedem Wissensbereich gibt es zu viele Informationen. Ich denke, ich möchte gern einladen, diese Fragen weniger als technische Fragen zu reden und weniger zu reden über Informationsfülle. Weil ich glaube nicht, dass es um technische Fragen geht. Für mich geht es letztlich um eine anthropologische Frage, was ist der Mensch? Und den letzten Vortrag habe ich so interpretiert, dass eine klare Linie gezogen wird, der Roboter ist eine Maschine und der Mensch ist der Mensch. Und dass man da eine ganz klare Linie macht. Und dann habe ich eine andere Interaktion. Oder es als gesellschaftliche und soziale Frage zu reden. Das Problem ist nicht die Technik. Das Problem ist die Technik, die im Kapitalismus umgesetzt wird. Und das ist ganz was anderes. Das heißt, dann haben wir nämlich eine völlig andere Diskussion, nämlich zum Beispiel das Internet, die großen Internetkonzerne als Machtstruktur zu reflektieren, was machen die mit uns, und dann haben wir eine gesellschaftliche Frage, ich reiße jetzt einfach so viele Themen an, ist ja wurscht, und auf der anthropologischen Ebene, denke ich, geht es natürlich schon um ungeheure Verschiebungen in der Gesellschaft, das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Film gemacht über Rechtspopulismus und da habe ich 10 gescheite Leute interviewt. Und 2 Personen haben in die Richtung argumentiert. Das war für mich neu. Die haben gesagt, der moderne Mensch oder die Art, wie wir leben, wir stehen unter so einem Identitätsdruck. Das heißt, dass sich die Identität in Teilidentitäten aufspaltet, dass viele Leute das gar nicht mehr handeln können. Sie bringen das normale Leben nicht mehr auf die Reihe und dann kommen die Rechtspopulisten und sagen, du bist nur Islamist, du bist nur Österreicher, du bist nur Deutsche, und das wird dann so als entlastend. Das heißt, es ist eigentlich die Frage auf der anthropologischen Ebene, wer bin ich und wie kann ich angesichts des Wahnsinns in der Welt mich integrieren? Und auf der gesellschaftlichen Ebene ist, nachdem das heißt, was macht den gesellschaftlichen Kit auseinander und wie machen wir uns gesellschaftlicher Stabilität?
Und wenn das ist, dann kann man die Technik genießen. Und ob das jetzt nur in mehrere, was die Zehnerpotenzen, die Informationsfülle steigt, ist ja vollkommen egal, weil es ja um eine Lebenswirklichkeit geht. Das heißt, ich möchte einen Hinweis geben, es geht letztlich für mich nicht um technische Fragen. Es geht um die Fragen einer Integration, wie machen wir Stabilität, wie bleiben wir in diesem Wahnsinn von Welt psychisch gesund, denke ich, ist eine sehr interessante Frage, ja, ist das Rätsel, das jeder von uns irgendwie zu bewältigen hat, und das andere ist, was passiert auf der gesellschaftlichen Ebene, wie konstruieren wir einen sozialen Kit, sodass wir uns wohlfühlen. Und dann in dem Umtext, da kann technisch ungeheuer viel passieren, aber es macht ja nichts. Naja, es ist ja an sich nicht nur eine technische Frage, einmal Sensibilität dafür zu schaffen, ob die Information, die ich kriege, wahr ist. Nicht? Weil was ich im Gegensatz zur Bibliothek schon habe, ich werde gespeist von Quellen fragwürdiger Herkunft, also von Informationen aus Quellen fragwürdiger. Nein, ich denke, das ist schon richtig, nur die Frage ist, hat sich was verändert? Naja, in der Bibliothek habe ich ein Buch, da bist du einmal gedruckt, das stimmt schon, da kann ja auch Blödsinn drinnen stehen, keine Frage. Nicht? Früher war der normale Mensch war auf dem Stammtisch und dann war er halt sozusagen irgendwelche mit rassistischen Menschen beieinander und hat dieses Denken übernimmt. Und jetzt kann er es über soziale Medien äußern. Man könnte sagen, es hat sich ja nicht, die Ausdrucksform hat sich verschoben, aber es ist sozusagen der Zugang, wen kann ich sozusagen. Das Problem, wem vertraue ich, ja, das hat sich verschoben. Und ja, das, und es kommt mit einem offiziösen Anstrich manchmal daher, wenn es und das stimmt ja. Darf ich nur was sagen? Ja, ich will es nicht, Sie müssen mit einem wieder abschneiden. Das, was ich sozusagen so spannend finde und wo ich ganz auf Ihrer Seite bin, als Thema ist, dass gesellschaftlich ein Prozess passiert, dass dieses Expertenwissen ungeheuer abgewertet wird. Im Rechtspopulismus. Es genügt das Bauchgefühl des gesunden Menschen und jemand, der 3 Jahrzehnte über ein Thema arbeitet, den kann ich so wegschirmen. Und der schlimmste Ausdruck sind die Klimaleugner. Das ist ein ungeheurer Vorgang, das ist auch aus Politikersprache. Das heißt, nicht einmal die Ehrfurcht bei den Sozialwissenschaften sowieso nicht, da streiten wir immer. Aber nicht einmal die Ehrfurcht vor den Naturwissenschaften ist erhalten bleiben. Und das ist natürlich historisch oder gesellschaftlich ein schlimmer Vorgang. Das heißt, da ist dann die Idee, und da sind wir dann wieder bei der Quellenlage, wo ist der gesellschaftliche Ort der Produktion des sicheren Wissens? Und früher war das die Uni und jetzt ist das abhanden gekommen oder es scheint abhanden. Und das ist natürlich gesellschaftlich eine absolut zentrale Frage. Wem können wir vertrauen in der Produktion des Wissens, das wir selbst nicht bewerten können? Weil in fast allen Sachen müssen wir auf Experten vertrauen. Ich kann nicht bewerten, ich weiß nicht, wie das Mikro funktioniert. Ich weiß nicht einmal, wie ein Vielfeder funktioniert. Ich weiß gar nichts. Ich muss nur sagen, einen Experten haben und der sagt mir, hey, das kann jetzt nicht im nächsten Moment explodieren und ich kann überleben und ich kann den nächsten Satz auch noch zu Ihnen sagen. Das heißt, wir haben in allem, was wir sozial machen, immer eine riesige Vertrauenskonstruktion. Und wenn sich das jetzt so verschiebt, dass dieses gesicherte Wissen nicht mehr da ist, dann kann man natürlich schon eigentlich da kann man dann Dystopien sich simulieren, dass das gesellschaftlich sozusagen, ich denke, das ist genau Ihre Frage und die hat für mich dann letztlich auf der gesellschaftlichen Ebene einen sehr ernsten Hintergrund. Frau Navo? Wie ich erfahren habe, sozusagen, dass die Martina heute nicht kann und dass ich für sie einspringen sollte. Ich habe nichts mit Robotern zu tun. Wie gesagt, ich komme eher selbst irgendwie aus der Kunst und wie gesagt, kuratiere die Ausstellungen. Was mir aber total wichtig ist, auch in Fragestellung jetzt bezüglich dieser Diskussionen auch dazu ist und wo ich glaube, auch was beitragen kann oder wo die Künstler und Künstlerin was beitragen kann, ist, wenn es ums kritische Denken geht. Das ist jetzt auch anschließend an das, was Sie gesagt haben und was ich in der Bildung, also generell eigentlich noch unter bewertet und praktiziert und repräsentiert und auch teilweise wahrscheinlich irgendwie, also nicht nur irgendwie bei den, nicht nur bewusst als Lehrplan, sondern auch in den Lehrpersonen oft noch wenig entdeckt habe, auch selbst entdeckt habe. Und weil ich auch im Lehrbetrieb selbst bin, kommt mir irgendwie vor, dass das kritische Denken nicht wirklich noch bei den Jugendlichen, schon bei den Kindern und auch bei den Jugendlichen und auch bei den Studenten und Studentinnen nicht wirklich forciert wird. Und so Projekte, die wir ausstellen, wie bei der Ars Electronica, die wir dann in Ausstellungen zusammenpacken, ist uns extrem wichtig, dass man auch, wenn wir so ein Projekt zeigen wie das goldene Nika von der Maja Smrka,
die sozusagen irgendwie das Zusammenleben zwischen Hund und Mensch auf sehr drastische Weise einfach uns präsentiert. Das hat einen Grund, warum sie das macht. Also sie möchte da auch etwas in Gang bringen, sie möchte da irgendwie Fragestellungen aufwerfen und sie möchte vor allen Dingen aber auch, dass Leute darüber also einfach nachdenken. Und ich denke mir, aus der Kunst gibt es gute Beispiele, nur leider werden die oft nicht im Lehrbetrieb mit einbezogen. Also ich glaube, dass man gerade irgendwie so Beispiele aus der Kunst in den Lehrbetrieb mit reinnehmen könnte, um halt gewisse Fragestellungen einfach mal ganz kritisch anzuschauen. Das können jetzt gesellschaftliche Fragestellungen sein, aber es können auch technische Fragestellungen sein. Schauen wir uns einfach mal an, wir können eigentlich kein iPhone mehr abschalten und so. Und versuchen wir es einmal. Oder keine Ahnung, also man kann ganz viel einfach, ich glaube, auf unterschiedlichste Art und Weise, den, nicht nur den Jugendlichen halt einfach irgendwie da irgendwie dieses kritische Denken vor allen Dingen forcieren. Und vielleicht hilft es dann, mehr Vertrauen auch zu bekommen. Danke dafür. Ich möchte doch noch einmal ganz kurz Walter Oetsch widersprechen. Es geht meiner Meinung nach nicht immer nur darum, dass die, grundsätzlich ist das richtig, es ist schön, wenn die Uni weiterhin der Hort des Wissens bleibt. Auch ich bin Angestellter und würde davon profitieren. Aber meiner Meinung nach kann das nicht sein, dass man immer irgendjemanden braucht, der einen Dinge erklärt. Sondern es muss ganz stark auch die Kompetenz gefördert werden, selbst Entscheidungen zu treffen, selbst zu erkennen, was unter Anführungszeichen richtig und falsch ist, was ich so oder so bewerten kann. Wenn ich bei jedem einzelnen, ich nehme jetzt mal ganz ein plakatives Beispiel, bei jedem einzelnen Beitrag im ORF zum laufenden Wahlkampf immer Herrn Filzmaier brauchen würde, um mir alles zu erklären, dann wäre das irgendwie nicht okay. So sehr ich ihn schätze für seine Erklärungen, aber es ist doch auch wichtig, dass ich mir selbst da ein Bild machen kann zu dem, was ich da höre. Zu dem, was ich zum Beispiel in den Sommergesprächen höre oder sonst irgendwo mitbekomme von Leuten, die in Zukunft eventuell verantwortlich sein werden für bestimmte ganz wichtige Entscheidungen in Österreich. Also Experten immer gut, Experten immer schön, aber die Fähigkeit selbst, auch hier Dinge richtig einschätzen zu können, das ist da ganz wichtig in unserer Gesellschaft. Und durch die, und jetzt werden wir wieder bei der Information, bei dieser immer mehr werdenden Information, und auch diesbezüglich bin ich nicht ganz bei Ihnen. Es gab natürlich immer, auch vor 100 Jahren schon, sehr viel Information und sehr viel mehr Information zu bestimmten Themen, als eine einzelne Person bearbeiten konnte. Man kann nur 10 Stunden am Tag lesen, dann wird es irgendwann einmal, dann ist vorbei. Aber jetzt ist mittlerweile die Informationsfülle wirklich so dicht und in Echtzeit habe ich Informationsschnipsel von der ganzen Welt zu Themen über die ganze Welt. Ich beschäftige mich nicht mehr mit einem einzelnen Thema und dafür aber sehr intensiv mit diesem Thema und kenne die Literatur, sondern ich beschäftige mich plötzlich mit sehr vielen Themen und habe nicht einmal mehr ansatzweise die Chance, einen Überblick über die Literatur dazu tatsächlich zu behalten, speziell wenn ich dann noch andere Sprachen mit einbeziehe. Also das ist doch eine ganz neue Problematik. Und für Schülerinnen, Schüler, Jugendliche, eigentlich für alle von uns, die ja jetzt über soziale Medien, vielleicht soziale Netzwerke mit zusätzlicher Information bombardiert werden am laufenden Band, das ist dann tatsächlich eine gewisse Herausforderung. Und um jetzt den Kreis wieder zu schließen, wenn ich dann jedes Mal einen Experten bräuchte, der mir Mist aussiebt von den guten Informationen, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ich müsste das bis zu einem gewissen Grad auch selbst schaffen und das wäre dann doch auch ganz wichtig für die Gesellschaft. Ich gebe jetzt einmal gleich das Mikro weiter für eine Antwort, nicht wahr? Ich gehe jetzt einmal in die Richtung, dass ich mal über das rede, wo wir übereinstimmen, okay? Natürlich bin ich ganz bei Ihnen. Es geht um das kritische Denken. Das heißt, wir brauchen sozusagen eine Art von Mündigkeit. Und gleichzeitig ist sozusagen, werden wir wahrscheinlich darin übereinstimmen, das muss geschult werden. Das ist geschult. Ein Baby kommt nicht als kritischer Denker auf die Welt und ein 10-jähriges Kind hat es auch nicht. Das heißt, ich brauche sozusagen eine Schulung, ich brauche ein Bildungsangebot, ich brauche vielleicht gute Literatur, ich brauche Vorbilder oder ich brauche sozusagen ein Bildungssystem, das auch in diese Weise
funktioniert. Ein Bildungssystem, wenn wir zum Beispiel auf den Uni bleiben, müsste ein System sein, und da werden wir wahrscheinlich auch übereinstimmen, dass das in einer gewissen Weise in bestimmten Bereichen ein geschützter Bereich ist. Das heißt, es ist nicht durch zum Beispiel, also die Gegenthese wäre diese totale Ökonomisierung. Das heißt, indem ich ja Ökonomisierung hast, so heißt es, das wird sozusagen ökonomischen Regeln, es geht immer sozusagen um Kontakte mit der Wirtschaft, das ist ja alles nicht schlecht. Aber in einer Ausschließlichkeit ist es das genau das, was man bei der ökonomisierten Gesellschaft beklagen kann, dass das nicht sozusagen nach Eigenlogiken funktioniert. Und eine Eigenlogik von Universität wäre, wahrscheinlich wird man da wieder übereinstimmen, die Schulung des reflexiven Denkens. Und dann wäre man auch das, was Sie gesagt haben, das heißt, künstlerisches Denken ist ja für mich ein reflexives Denken, oder die moderne Kunst tritt ja mit einem ungeheuren reflexiven Anspruch an, auch von Erklärung. Das hat es ja früher auch nicht in dieser Weise gegeben. Also in der Weise, denke ich, könnte man, ich sage jetzt nur über das, wo wir übereinstimmen. Und das andere ist, ich bin absolut bei Ihnen, wenn Sie das so interpretieren, wenn es um Skills geht, ich brauche immer ein Training, ein Coaching, dann wird mir ja verrückt. Wie machen wir eine gute Podiumsdiskussion? Okay, und bevor wir jetzt an das Mikro greifen, haben wir uns jetzt schon 3 Stunden Coaching gegeben, damit wir sozusagen eine gute Show liefern. Und so gibt es ja sozusagen ja andere, erziehen kann ich nicht mehr machen und verkaufen und was weiß ich, was weiß. Das heißt, in dieser Skillschulung, sozusagen, da gibt es immer die Experten, ja, und die erlauben mir gar nicht jetzt ein spontanes Handeln oder irgend sowas, weil sie immer performt sind. In der Weise bin ich auch bei Ihnen, weil da habe ich dann irgendwie die Idee, man kann es auch aus sich machen. Das heißt, indem sich, ihr bist nur mal die Sachen rausgenommen von Gemeinsamkeit, okay? Ich würde jetzt ganz gern nochmal diesen Gedanken aufgreifen mit der Flut an Informationen und mit der Flut an gleichzeitigen Informationen, wo es schon die Beobachtung gibt, dass sich viele Leute damit überfordert fühlen, ja, und aus den Informationen, die sie kriegen, dann sagen, das ist mir wirklich alles zu viel, ich kann damit gar nichts anfangen und ich kann sowieso nichts ändern. Ja. Und somit jegliche Handlungsspielräume für sich selber aufgeben. Ja? Wie schafft man, dass die Leute da nicht komplett apathisch werden? Schwierige Frage, ja. Aber ja. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, eine schwierige Frage und von mir jetzt einmal unmöglich zu beantworten. Psychologen wären da vielleicht die richtigeren, das ist jetzt einmal eine Berufsgruppe, die mir einfällt. Aber es ist ja eine pädagogische Frage auch. Ich meine, ich weiß, Sie sind kein Pädagoge, sondern Historiker. Und nachdem da, soweit ich weiß, relativ viele Pädagogen auch sitzen, wäre es ja interessant, sie mal gedanklich durchzuspielen. Nicht? Wenn ein 14-Jähriger von allen Nöten dieser Welt erfährt täglich, ja, wie hole ich ihn ab, dass er nicht sagt, ich kann da eh nichts machen, mir ist das alles zu viel und im Endeffekt ist mir dann alles wurscht. Ja? Ich glaube mal, primär hat denn nicht jeder die gleichen Interessen. Sie als Journalist sind mit Sicherheit ein Informationsjunkie, es kann Ihnen gar nicht genug Information geben. Irgendwie bin ich auch so veranlagt etwas, also gerne Information und es gibt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, sich laufend zu informieren. Eine 14-Jährige muss das nicht unbedingt interessieren, sondern die hat ganz andere Interessen und die kann die nicht dann mit Informationen zwangsläufig zupflastern. Oder irgendwie darauf dann drängen, dass mehr Informationen geholt werden. Ich glaube, wenn wer nicht will, wenn ich die Leute neugierig mache auf Informationen, auf Zusammenhänge, auf Entwicklungen, vielleicht funktioniert das natürlich niemals bei allen, aber das wissen alle hier Anwesenden besser als ich, bei 10% und dann hat man schon ein Erfolgserlebnis. Ich weiß das wirklich nicht. 15%, die man tatsächlich interessiert, sich gewisse Entwicklungen anzuschauen, Hintergründe nachzufragen und in deinem Fall wären es dann 85%, die das nicht interessiert. Aber die sind dafür vielleicht super, ich weiß es nicht, super Sportler, super Künstler, super in sehr vielen anderen Bereichen, nur nicht ganz einfach in der Informationsverarbeitung, in der Informationsgier. Und andererseits, wie gehe ich damit um, dass Leute mit so viel Information, nämlich auch mit so viel tragischer Information, Katastrophen und unangenehme Dinge am laufenden Band rund um die Welt, wie die damit umgehen sollen und umgehen können, auch da weiß ich jetzt einmal keine Antwort. Aber ich
könnte mir vorstellen, dass die Leute das dann für sich selbst ausfiltern und ganz einfach nicht mehr diese Information vertiefend sich anschauen. Wenn nicht vorher Google oder Facebook für sie diese Informationen herausfiltert, was Google oder Facebook ja macht und was Facebook machen kann und andere sozialen Netzwerke mit den dementsprechenden Logarithmen im Hintergrund auch machen und machen können. Ich kann da wieder ein Beispiel bringen. Aber es hat ein Gewinnerprojekt bei U19 gegeben, es ist schon mal kurz angesprochen worden. Das ist diese Plattform, initiiert von Jugendlichen, die, also von einer Schule, die Schulstunden, die quasi versäumt wurden aufgrund von Krankheit, wie auch immer, wurden online gestellt auf eine Plattform. Diese Plattform konnten alle darauf zugreifen, sogar die Lehrer konnten diese Plattform mit Zusatzmaterial erweitern. Ein wunderbares Projekt. Nur das erste Mal, wie ich von dem Projekt gehört habe, weil ich eben eine andere Generation bin, habe ich mir gedacht, du meine Güte. Also wie ich jung war, bin ich einfach nur froh, dass ich das versäumt habe oder dass meine Nachbarn mir nicht quasi die Information nachgebracht haben, sondern das war halt einfach, es ist vorbei. Und jetzt organisieren sich die Jugendlichen aber selbst und machen sich diese Plattform. Also es ist eine andere Generation. Es ist eine andere Generation da, die hat andere Medien, hat andere Möglichkeiten. Von dem wir ausgehen jetzt, ist eine ganz andere Realität, weil wir einfach eine ganz andere Generation sind als die Jugendlichen. Also wir bräuchten eine junge Person auf dem Podium, bitte. Jetzt müssen wir schauen im Publikum. Ist man da wen? Gut. Globalisierung heißt ja auch derzeit, ich kann beispielsweise so günstig wie nie zuvor Kleidung kaufen. Ja, das hat auch mit Produktionsbedingungen zu tun. Dringt die Information eigentlich durch, was es heißt, wenn ich ein T-Shirt um 3 Euro kaufen kann, was das für andere Leute, die das produzieren, nämlich heißt oder haben Sie da, wie ist da Ihre Erfahrung mit Studierenden? Oder wird das einfach nicht hinterfragt? Ich bin ja auf einer kritischen Hochschule und da habe ich dann die kritischen Studierenden und da ist genau die andere. Das heißt, ich denke, auf der einen Seite ist eben diese globalisierten, also einerseits in der Produktion und auch eben im Konsum, diese globalisierten Ketten bringen halt viel, viel billigere Kleidung und viele andere Produkte. Das hat auch einen Absatz, gibt ja eigene Geschäfte dafür. Und auf der anderen Kette sind dann Leute, die halt ungeheuer ausgebeutet werden, also denen man ganz, ganz wenig gibt, wo auch große Gewinnspannen drinnen sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, weil wir gleichzeitig in einer Zeit leben, in der das Interesse an politischen Fragen sehr steigt. Also wir leben in einer Zeit, wo sich mehr und mehr Leute politisieren. Erlebe ich das auch so, dass es auch eine Moralisierung gibt. Das heißt, soziale Diskurse sind immer Moraldiskurse. Es geht immer um moralische Fragen. Und ich erlebe das schon auch, dass die Art des Kaufes, die Produkte des Kaufes, dass es auch eine gewisse Schicht gibt, die das sehr moralisch denken. Man denkt nur an Leute, die zum Beispiel vegan sind oder so, oder die dann ganz aggressiv sich äußern, wenn jemand anderer es wagt, dann einen Schnitzel zu essen. Ich gehöre noch dieser Generation an. Das heißt, es ist eine Art von Moralisierung. Und die Frage, welche Art von Joghurt man kaufen kann, kann dann die entscheidende Frage für die Klärung in der Beziehung sein. Und das heißt, da geht es um ein Ausverhandeln von moralischen Fragen. Und diese moralischen Fragen sind natürlich immer Dilemmata. Weil letztlich können wir, wenn ich zum Beispiel jetzt eine moralische Frage stelle, was heißt es für uns, ökologisch so zu sein, ökologisch so zu leben, dass das moralisch integer wäre, dann ist das fast nicht leistbar, weil wir ja mit einer ungeheuren Freude auch eine Technik nützen, wo wir auch sehen, sozusagen ökologische Schäden, wer verzichtet auf den billigen Urlaub und so weiter, ökologisch ist das alles der nackte Wahnsinn und dürfte man nicht mehr tun. Das heißt, auf der einen Seite würde ich sagen,
finden diese Prozesse statt und auf der anderen Seite gibt es auch eine höhere Art von Fragen des Lebens, auch des Konsums, moralisch zu denken. Und in diesem moralischen Denken ist natürlich auch letztlich, also wenn ich es kritisch sehe, auch die Änderungsmöglichkeit drinnen. Weil wenn man einen Konzern nachweist, dieses Produkt ist ethisch nicht gut verkauft, dann ist sozusagen immer die Gefahr der Image-Schädigung da ist. Und ein moderner Konzern, was sind die Assets? Einer der großen Assets ist das Image. Wenn das Image ruiniert ist, also VW produziert den Dieselskandal und das Image ist nicht ruiniert, ist eine tolle Leistung. Aber es hätte genauso gut kommen können, dass das gibt und dann wäre die Firma in 5 Jahren weg gewesen. Das heißt, das Größte ist das Image und Image ist was Konstruiertes. Es ist was Mentales. Ja? Es ist eine mentale Bewertung. Globalisierung begegnet Schülern ja auch dadurch, dass sie nach der Flüchtlingsbewegung auch mit neuen Mitschülern in der Klasse sitzen. Jetzt wiederum eine halbpädagogische Frage oder auch eine Frage an einen Historiker. Erleichtert das? Das ist eigentlich eine ganz pädagogische Frage. Vielleicht können Sie das als Kunstvermittlerin dann auch beantworten. Erleichtert das vielleicht auch Schülern nahezubringen, die globalen Zusammenhänge, die auf der Welt da sind. Wenn man das persönliche Anschauungsbeispiel des neuen Mitschülers hat, der aus anderen Weltgegenden kommt. Ich habe die Frage nicht verstanden. Noch einmal. Also, durch die Flüchtlingsbewegung haben Schüler neue Mitschüler, die aus Syrien, Afghanistan, Iran kommen. Erleichtert das Schülern, also wenn ich Lehrer bin, erleichtert das Schülern nahezubringen, was globale Zusammenhänge auf dieser Welt sind? Das ist jetzt auch nicht direkt eine Frage an die Künstlerin. Es ist wirklich jetzt schwierig für mich, weil ich fühle mich jetzt auch nicht wirklich angesprochen, ist auch nicht wirklich mein Metier. Also ich kann es auch nicht beobachten in der Schule, weil ich nicht in der Schule bin, sondern... Okay, also auch ich muss, ich habe schon erwähnt, passen diesbezüglich, aber ich möchte was anderes sagen. Es gab ja diese, unter Anführungszeichen, Kontakte in der jüngeren österreichischen Geschichte schon sehr viel länger. Also unmittelbar in der Nachkriegszeit waren ja plötzlich sehr viele Mitschülerinnen in der Klasse, die vielleicht von irgendwo anders oder deren Eltern, ein Elternteil vielleicht von irgendwo anders kommt. In Salzburg, amerikanische Besatzungszone, war das durchaus auch ein Thema. Besonders auffallend dann, wenn hier eine andere Hautfarbe dann mit ins Spiel kommt. Die Frage nach anderen Religionen, die in Österreich verstärkt auch auftreten, ist ja ebenfalls eine ältere, die nichts mit der letzten Flüchtlings- unter Anführungszeichen Problematik zu tun hat. Also ich weiß nicht, wie sehr so etwas dann tatsächlich neu ist für die Jugendlichen oder Schüler von heute, hängt wahrscheinlich auch ganz stark von der Konzentration ab. Ich komme aus Gosau, das natürlich alle da drin kennen, und ja, da hat sowas nie, da war das nicht. Also, und ist auch heute, glaube ich, nicht der Fall. Es hat zwar schon Gastarbeiter gegeben in Österreich, aber nicht in Gosau. Also definitiv nicht. Und der Gast, der Fremde, das war schon der aus Rosbach. Wie erlebt denn Gosau die Globalisierung beispielsweise? Ja, jetzt bin ich schon... Und wie verträgt Gosau die Globalisierung? Wurde eigentlich, oder? Mit dem Mountainbike-Rennen? Ja, das ist jetzt natürlich nicht Gosau, sondern Gosern. Und ich bin jetzt schon ganz lang weg. In Salzburg Bickenblieb mit Zwischenstopp in Innsbruck und sonst wo. Aber ganz generell, wie lebt das Salzkammergut? Lassen wir es einmal so von der Globalisierung. Nur ein Wort dazu, Hallstatt. Und alle kennen die Situation dort. Am ersten Blick kann man jetzt sagen, gut, weil die alle daran verdienen. Früher hätte man noch nachfragen müssen. Mittlerweile kommt das schon ohne Nachfragen. Aber es wird uns irgendwie zu viel.
betrifft jetzt nur Hallstatt. Gäusern, ja, der Tourismus ist halt in diesen Regionen ein ganz wichtiges Einkommensfeld, nicht nur jetzt im Salzkammergut, sondern in Österreich ganz generell. Und die Nächtigungszahlen steigen. Interessanterweise ist das jetzt aber nicht der internationale Tourismus, das sind nicht nur Leute aus Asien, sondern durch die globalen Entwicklungen in der Türkei oder in Nordafrika kommt jetzt vermehrt auch der Europäer wieder zum Urlaub machen nach Österreich. Also die Dinge hängen zusammen, die Globalisierung betrifft alle, auch wer es nicht will. Irgendwo der Hüttenwirt ist auch davon betroffen, wahrscheinlich aus seiner Sicht ganz positiv durch vermehrtes Touristenaufkommen. Aber das ist nur mal so nebenbei, weil die Frage gestellt worden ist, wie verträgt Gosau die Globalisierung? Gut, aus dieser Sicht, aus einer bäckerschen Sicht der globalen Risikogesellschaft, ist wahrscheinlich dann schon ganz was anderes. Also wenn jetzt irgendwo in Ostasien etwas passiert, weil sich da zwei gegenüberstehen, die schwer einschätzbar sind und vielleicht Dinge anders bewerten, als es während des Kalten Kriegs passiert ist, dann wäre das eine Situation, die uns alle da nochmal ganz rasch betreffen würde. Auch den Hüttenwirt auf über 2000 Meter, wenn hier, was hoffentlich und wahrscheinlich nicht passieren wird, aber trotzdem eine Katastrophe sich anbahnt. Und dann wären wir wieder bei der globalen Weltrisikogesellschaft, die ebenfalls schon angesprochen worden ist heute, als eine Möglichkeit der Auswirkung der Globalisierung. Na, dann sind wir überhaupt bei der wahrscheinlich unmöglich auch oder nur sehr schwer zu beantworten Frage dieser ganzen Podiumsdiskussion. Wie viel Globalisierung verträgt der Mensch? Gibt es denn darauf eine Antwort, beziehungsweise können wir uns das überhaupt aussuchen? Oder wäre die bessere Frage dann, welche Globalisierung verträgt der Mensch? Also ich glaube auch, dass in den Schulen, also Globalisierung in all ihren Facetten irgendwie sehr kritisch beleuchtet wird. Das haben wir erstens. Also dass das weit über Migrationstendenzen noch hinausgeht und dass es da noch ganz andere Themen gibt. Und wie viel, also wenn es jetzt irgendwie um Zuschreibungen zu Mengen oder so geht, tut mir auch schon wieder wahnsinnig schwer, weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch wieder ganz unterschiedlich. Fragestellungen irgendwie zu, erstens einmal, gerade wenn wir jetzt irgendwie im Bildungsbereich wieder sind, mit wem wir es zu tun haben, also wer weitergebildet wird oder wer gebildet wird, ob das die kleineren Kinder sind oder bis hin irgendwie zu den älteren Personen. Also ich glaube, dass man sehr vielen Menschen sehr viel grundsätzlich zutrauen kann, sehr viel kritisches Denken an dem Thema, gerade dem Thema der Globalisierung auch zumuten kann. Und aber auch, dass die Leute dann irgendwie sehr eigenmächtig oder Vertrauen auf das sozusagen, wie unsere Welt sich entwickelt und gleichzeitig aber zu wissen, wo unsere Schwächen sind und wer welche Agendas in der Globalisierungsmaschinerie hat und führt. Okay. Dann vielleicht an Sie die Frage, Herr Professor Oetsch, verträgt denn der Mensch diese Art von Globalisierung, die wir jetzt in den letzten 2 Jahrzehnten oder 3 Jahrzehnten erlebt haben? Vielleicht kann ich nur eine Teilfrage beantworten, weil wir ja jetzt auch ein bisschen über das diskutiert haben. Diese Fragen von Kultur und Interkulturalität und so weiter. Man könnte sich ja die Frage stellen, wieso diskutieren wir das überhaupt? Wir diskutieren es deswegen, weil es eben diese rechtspopulistische Welle gibt. Und in dieser rechtspopulistischen Welle geht es um soziale Fragen. Und diese sozialen Fragen werden nicht direkt ausgehandelt, sondern sie werden umgedeutet als nationale Fragen. Und als nationale Fragen habe ich dann einen Containerbegriff, die Kultur. Was soll das sein, bitte? Also wenn es eine österreichische Kultur gibt, dann möchte ich bitte nicht Mitglied sein. Bitte nicht. Oder jedenfalls nicht von diesen Leuten, weil ich bin sowieso der Volksfeind. Ich bin woanders und ich bitte möchte auch dort anders sein. Es gibt nicht sowas wie Kultur als Containerbegriff,
Das heißt, es gibt ja dieses schöne Buch von Gabi Terkassi, das heißt es Interkultur. Er sagt, wir leben ja schon in der Interkultur. Ich kann ja sozusagen, das Fremde ist uns ja sozusagen vertraut, wir sind ja die ganze Zeit in einer fremden Kultur und wir haben immer das Problem, meine Kinder sind mir fremd. Meine Kinder sind mir fremd. Oder vielleicht sozusagen noch ein kleines Bonbon, weil es mir zuerst gerade eingefallen ist, Interkultur, wie einer meiner Töchter, ich habe mehrere in ihrer 13-jährigen, was weiß ich, was haben sie denn da für Fantasien, Prinzessinnen-Fantasie war, hat sie einmal zu mir gesagt, wenn ich einmal groß bin, Papi, dann werde ich 4 Kinder haben. Habe ich gesagt, aha. Und hat gesagt, ja, einer ist ein Schwarzer, einer ist ein Neger. Sozusagen die ganze Welt hat es praktisch, denke ich mir, wie kommt da so ein Kind zu sowas? Die hat eigentlich eine Art von globales Bewusstsein und sie findet sozusagen alle Rassen in Anführungszeichen, finden sie interessant und irgendwie kann sie das, natürlich ist es sehr Blödsinn, ja, aber natürlich kann sie das in ihrer kindlichen Fantasie in sich integrieren. Das heißt, wenn wir dieser Gedanke der Überforderung basiert auf diesem Begriff Kultur und es ist eine rückwärtsgewandte Utopie. Natürlich möchte ich auch, ja, ich bin ja schon alter Mann, möchte ich auch die Umwelt, die Lebensbedingungen, die Stabilität meiner Kindheit wieder haben. Aber es ist illusorisch, es ist nicht erwachsen. Und natürlich haben sie viele Dinge in einer Richtung verändert, wo ich Anpassungsprobleme habe. Aber das war immer. Und ich als alter 68er habe mit meinen Eltern niemals über Sachen geredet, die irgendeine Art von Tiefe gehabt haben. Wie entfremdet waren wir dieser Generation? Das heißt, wie sind die überfordert worden durch diese fremde Kultur? Da knallen auf einmal die Jungen durch und machen einen ganz komischen Trip, indem sie sozusagen von oben nach unten moralisch die Altvorderen sozusagen da behandeln wollen. Das heißt, es ist ein großer Ort von, ich denke, wenn wir die rechtspopulistische Welle hätten, bräuchten wir diese Fragen nicht diskutieren, sondern müssten andere Fragen schon diskutieren. Und nur einmal, warum ich das jetzt also mit einem Eifer sage. Diese Debatte zum Beispiel Merkel-Schulz, wenn man sich die Fragen anschaut, dann könnte man sagen, diese Moderatoren, 4 Personen, die da gesessen sind, die waren alle von der AfD gekauft. Und 80% der Themen haben es diskutiert. Die Flüchtlinge, der Islam, der Terror. Ja, Halleluja! Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Aber was sind denn die zentralen Fragen? Aber das ist ja jetzt eigentlich gar nicht die Globalisierung, über die wir heute debattieren. Dann ist das Thema weg und dann habe ich nicht ein Thema von kultureller Überfremdung und dann rede ich nicht über Globalisierung, sondern ich rede dann über andere. Dann sage ich, wie können wir zum Beispiel ökonomische Prozesse so gestalten, dass die Ungleichheit sinkt? Für mich wäre im Gefühl jetzt Globalisierung eher ökonomisch konnotiert, muss ich jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, vom Begriff her. Ja? Ich meine, man kann es mit allem füllen, den Begriff, weil er allumfassend ist, ja, eben global. Fragen, ja. Diese Fragen werden nicht diskutiert, indem ich sozusagen einen kulturellen und einen nationalen Diskurs habe. Und das sind natürlich entscheidende Fragen. Wie können wir das globale Finanzsystem in den Griff kriegen? Gibt es ein politisches Projekt, dass die Ungleichheit gesunken werden kann? Und welche globalen Anstrengungen sind notwendig, wären konjunktiv, dass diese drohende ökologische Katastrophe, ich möchte mir es nicht ausmalen, wie die Umwelt meiner Enkelkinder aussieht, dass wir das irgendwie noch abwenden. Und die Fragen müssen wir diskutieren. Und dann geht es nicht um Informationsüberladung und dann geht es nicht über kulturelle Überfremdung, sondern das sind die Fragen. Und wenn die Menschen reif und erwachsener werden, würden sie sehend ins Auge das anschauen und sagen, diese Fragen sind geklärt. Und nachdem es um soziale Prozesse geht und nicht um technische Prozesse, und nicht um Informationsprozesse, sind diese Probleme klärbar. Weil jeder soziale Prozess ist gestaltbar. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss, beziehungsweise Herr Spielbüchler, Sie waren, glaube ich, zum Schlusswort nicht dran, oder? Das war, und an Sie stelle ich die letzte Frage, und dann falls es Fragen aus dem Publikum gibt, gehen wir ins Publikum. Braucht so gesehen der Mensch nicht die Globalisierung in dem Sinn, dass wir große Fragen haben wie den Klimawandel, der sich dann nur global lösen lässt? Ja, um es ganz einfach zu beantworten. Gut. Aber ich wollte doch noch etwas ganz kurz noch dazu sagen. Für mich ist natürlich die Globalisierung ein Prozess, der sich aus sehr vielen, und das ist auch schon angesprochen worden, aus sehr vielen, sehr, sehr vielen Prozessen zusammensetzt und natürlich nicht nur die Wirtschaft umfasst. Und jetzt, wie viel Globalisierung verträgt der Mensch? Nicht genug,
wenn es zum Beispiel um die globalen Menschenrechte geht. Um Gottes Willen, wir haben schon zu viel Globalisierung, wenn es zum Beispiel um Umweltverschmutzung geht, um Extrempositionen, um Ausgrenzung. Also diese Frage hängt dann immer ganz stark davon ab, welche Globalisierung man meint. Und Globalisierung ist ja nur ein Wort. Den Prozess als solchen, den gibt es schon sehr, sehr viel länger. Und Historiker streiten darüber, wann der Prozess eingesetzt hat, ab wann man von der Globalisierung sprechen kann. Auch das ist heute schon angesprochen worden von Walter Oetsch, also diesbezüglich, und morgen dann einmal von Ernst Langenthaler wird das noch einmal kommen. Also wir sprechen sehr viel von einem Wort, der Prozess als solcher, gibt es das, darf es die geben, gibt es eigentlich in der modernen Welt schon immer, und wie sehr wir das beeinflussen können, das sei mal dahingestellt. Als Historiker schaue ich nicht in die Zukunft. Das ist sehr dünnes Eis für mich. Da fühle ich mich nicht wirklich wohl. In der Vergangenheit, ja, man konnte versuchen, Prozesse irgendwie zu beeinflussen mit mäßigem Erfolg. Leider, und diesbezüglich bin ich jetzt der Pessimist, wenn man in die Geschichte zurückschaut, dass irgendwann einmal der Mensch gelernt hätte aus Fehlern oder vernünftig die Situation eingeschätzt hätte, um dann vernunftbasierte Entscheidungen zu treffen, da überwiegt dann doch das wirtschaftliche Interesse kurzfristig in erster Linie. Zumindest als Historiker muss ich das ganz einfach einmal so feststellen. Und ja, das war vielleicht was, was ich... Güttischer Schlusswort, ja. Dann danke sehr. Schauen wir mal, die Dame dort hat ein Mikrofon, falls es Fragen gibt. Bitte sagen Sie uns auch, an wen Sie die Frage dann richten, weil dann tun wir uns leichter, sie zu beantworten, nicht? Ja, eigentlich ans ganze Podium, da alles, es haben alle Referenten auf dem Podium von kritischem Denken gesprochen. Es ist aber gerade so, dass eben die Verschwörungstheoretiker und vor allem auch die Klimaleugner ja von sich behaupten, dass sie die einzigen sind, die kritisch denken und alle anderen sind nur Mainstream und die nur einfach nachplappern, was sich irgendein paar Verrückte ausgedacht haben. Das heißt, inwiefern kriege ich jetzt das kritische Denken in eine Qualität, dass sie mir hilft, mich weiterzuentwickeln und nicht in eine Verschwörungstheorie abzugleiten? Also Verschwörungstheorien haben immer mit einer Art von Fanatismus ja irgendwie gleich mal zu tun. Also da geht es ja gleich einmal ganz extrem in eine Richtung. Also ich denke mal, kritisches Denken heißt nicht sofort, ich bin irgendwie, gehe in eine Art irgendwie, bin eine kritische Fanatikerin. Ja? Also das ist es ja nicht. Also ich denke mal, kritisches Denken kann man sehr bald einsetzen, ohne dass man gleich in eine Verschwörungstheorie fällt. Ich glaube, kritisches Denken ist nämlich genau dann, wenn man einfach das immer wieder hinterfragt, nämlich auch das, was man selbst immer wieder glaubt. Also man muss sich selbst da immer wieder irgendwie austesten können. Stimmt das denn jetzt immer für mich auch noch? Und dann könnte es funktionieren. Aber welcher Lehrer macht das schon? Da spreche jetzt auch ich als Lehrerin sozusagen von der Kunst-Uni. Also wir glauben ja immer, wir wissen. Die Verschwörungstheoretiker, das sind keine Leute, die kritisch denken, die denken anders. Ein kritisches Denken ist selbstreflexiv, es ist aus Distanz, es ist mit Selbsthumor verbunden, es ist empirisch basiert und es ist auf Dialog ausgerichtet. Und deswegen, die Kriterien werden nicht erfüllt. Das ist ein anderes Denken. Anderes Denken ist kein kritisches Denken. Herr Dr. Oetsch, Sie haben viel von den ökonomischen Zwängen im Bildungsbereich, im politischen System gesprochen. Ihrer Einschätzung nach, Sie sind Ökonom, wie könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie könnte uns das helfen oder könnte das helfen? Prinzipiell ja. Ich habe schon auch solche Unterschriften, gibt ja immer wieder Unterschriftenlisten. Als kritischer Sozialwissenschaftler unterschreibt man jede Woche einmal irgendwas. Und ich finde es gut, ich will es nicht lächerlich machen. Ich finde es gut und es ist die Frage der Ausgestaltung, wie wir es machen, Finanzierung. Aber es gibt ja ernstzunehmende Sachen. Grundsätzlich ist die Frage nach dem sozialen Kit. Die andere Thematisierung ist die Digitalisierung, Industrie 4.0 und so. Und ich denke, wenn wir irgendwelche Mechanismen haben, zumindest die ärgste Armut abzufedern, ja, dann ist es sicher etwas, was den sozialen Zusammenhalt stärken wird.
Und wenn wir das verbinden mit einer Art von Umverteilung, dann kann das schon eine gute Sache sein. Aber natürlich kann man auch übertreiben. Es geht auch immer sozusagen im Sinne einer klugen, durchdachten Handlung, das zu machen. Gut, der Herr. In Zusammenhang mit den Themen, die angesprochen wurden, also Globalisierung, Informationsüberflutung und auch Populismus, hört man immer wieder von Wertverlust in der Gesellschaft. Und mich würde interessieren, ob das aus der Sicht vielleicht von einem Historiker a thing ist. Gibt es diesen Wertverlust in der Gesellschaft? Eine sehr schwierige Frage, welche Werte, da müsste man jetzt einmal ganz lange darüber diskutieren, was sind Werte, von welchen Werten sprechen wir? Und dann einmal so ganz locker eine Einschätzung da zu wagen, ob es einen Wertverlust gibt oder ob sich vielleicht die Werte nur verschoben haben in andere Richtungen und man nun neuen Werten anhängt, das ist doch ein großes Risiko. Ich würde jetzt einmal so aus dem Bauch heraus und als Historiker eher zu einer Werteverschiebung tendieren, wobei das nicht heißt, dass die Wertigkeit der Werte gleich bleibt. Also die Werte können sich durchaus auch in eine Richtung ändern, dass es mir persönlich jetzt einmal unangenehm wird. Wenn plötzlich, jetzt sage ich nichts mehr, sonst kommen wir da in eine komische Gegend, aber ja, also Verschiebung von Werten, nicht Wertverlust, sondern Verschiebung von Werten ist, glaube ich, da oder wäre der bessere Begriff dafür. Und den hat es natürlich in der Geschichte immer schon gegeben. Gott sei Dank, sonst hätte zum Beispiel die Sklaverei nie geendet, sonst hätte es gewisse wichtige Entwicklungen so nicht gegeben. Ob wir dann als Gesellschaft immer zufrieden sind mit diesen neuen, momentan gerade aktuellen Werten, das ist eine andere Frage. Und dann wäre es auch wieder an der Gesellschaft hier nachzujustieren und vielleicht wieder eine Rückverschiebung oder Neuorientierung der Werte festzustellen. Aber Wertverlust glaube ich nicht, Wertverschiebung ja. Und historisch hat es die immer gegeben, das ist normal. Wäre traurig, wenn es nicht so wäre. Gewisse Werte sollten vielleicht doch länger bestehen bleiben. Gleichberechtigung, Minderheitenschutz, Menschenrechte als Werte. Andere wäre ich froh, wenn sie rasch wieder verschwinden. Manche wünscht man sich zurück, was jetzt nur die Werte betrifft. Die Globalisierung, die wir seit Mitte der 90er Jahre kennen, ist in hohem Maße vom Neoliberalismus geprägt und das heißt von einer Politik, die zugunsten des Marktes abgedankt hat. Das heißt, meines Erachtens, die Globalisierung, die wir kennen, ist eine in hohem Maße ungeregelte, chaotische Globalisierung und deshalb müsste man die Frage stellen oder auch die Frage nach der Art der Globalisierung stellen und die Möglichkeit der Regelung der Globalisierung erörtern. Und in dem Kontext möchte ich die Frage stellen, wie schätzen Sie die Steuerungskapazität von supranationalen Einrichtungen, also im Besonderen der G20, des Weltwährungsfonds und der WTO ein? Haben diese Steuerungskapazitäten zugenommen oder abgenommen? So, darf ich da vielleicht gleich ganz kurz was dazu sagen? Oder? Ja, die Frage nach einer Weltregierung, die gibt es schon lange. Dann die G20 zum Beispiel, die sind natürlich leider nicht supranational, sondern intergouvernemental. Also hier haben sich einfach Regierungen zusammengeschlossen und reden miteinander. Keine von diesen Regierungen hat tatsächlich Kompetenzen und Souveränitäten nach oben abgegeben in ein übergeordnetes Gremium. Auch die UNO, die einem vielleicht als erstes aber in den Sinn kommen würde, als supranationale Körperschaft, hat das eigentlich nur in ganz wenigen Bereichen getan. Ansonsten sprechen wir immer von intergouvernementalen Einrichtungen und Institutionen, wo also Regierungen auf gleicher Ebene, zumindest theoretisch auf gleicher Ebene, miteinander sprechen, ohne dass es ein wirklich mächtiges, übergeordnetes Gremium gäbe.
zum gewissen Grad die Europäische Union, die aber hier von den einzelnen Nationalstaaten immer wieder sehr stark gebremst wird. Und die Lenkungsmöglichkeit, die es da jetzt einmal gibt in dem Zusammenhang, um gewisse Dinge vielleicht zu steuern. Naja, wenn sich da jetzt einmal Regierungen zusammensetzen und Make America Great Again, wie groß schätzen Sie dann die Chancen ein, dass hier tatsächlich über die UNO zum Beispiel oder über die G20 oder über die G7, G8 hier wirklich Entscheidungen im Interesse der Welt, was ist jetzt wieder die Welt, getroffen werden und nicht im Interesse von einzelnen Nationen. Also es wäre wünschenswert, wie das dann ausgerichtet werden sollte. Es gibt Ideen, aber die Umsetzung, die ist momentan durch nationale Interessen immer noch sehr stark gebremst. Gut, muss ich auch noch was? Deutsch und dann machen wir, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind. Es gibt, glaube ich, auch keine Fragen mehr. Schluss und ich gebe jetzt nochmal an Sie das Mikro. Nur mal ganz kurz die Frage zur Moral. Es gibt keinen Werteverlust, es gibt einen Wertewandel. Wenn die Menschen moralische Wesen sind, dann haben sie immer Werte. Aber wenn ich es nicht verstehe. Also, Werteverlust ist nicht möglich. Aus. Das mit der G20 ist, denke ich, eine interessante Frage. Die G20 sind gegründet worden 2008, als ein Versuch, eine neue internationale Regulierungsbehörde. Sie haben einen großen Regulierungsdiskurs gemacht, der Financial Stability Board ist gegründet worden oder ist reformuliert worden. Das sind tolle Untersuchungen, aber der ganze Elan ist hin. Also bei den ersten G20-Tagungen hat man versprochen, das ganze Finanzsystem wird reformiert. Es ist nichts passiert. Das heißt, das hat damit zu tun, dass die ganzen Eliten nicht unter Druck geraten sind, politisch oder gesellschaftlich. Und jetzt bei der letzten G20-Tagung mit dem Trump hat man gesehen, das Ding ist tot. Das heißt, ich würde sagen, die Steuerungskapazität des Finanzsystems ist gesunken. Und jetzt, was unter Trump droht, ist eine neue Deregulierungswelle. Und der Ort, wie die Frau May den Brexit auf die harte Tour machen wird, hat sie, denke ich, sie hat im Hintergrund so interpretiert, ist eigentlich eine Deregulierungsagenda. Und die zieht sie durch, weil sie muss mehrere tausend Gesetze durch das Parlament peitschen. Und das wird dann über die Ministerien, wird sie dann sozusagen eine geheime Agenda machen. Und sie wird das Land, wenn das so durchgeht, genau in dieser Weise, wie die Thatcher das gemacht haben, restrukturieren. Das heißt, nach 3 Jahren wird man England nicht wiedererkennen. Und das heißt, wenn das stimmt, dann heißt das, die ganze Steuerungskapazität des Systems sinkt. Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Interesse, herzlichen Dank auch fürs Kommen, Frau Navo, Herr Spielbüchler und Herr Professor Oetsch. Ich darf kurz noch an Sie übergeben, bitte sehr, und bedanke mich bei Ihnen allen.